Moin, ich wollte euch heute mein neuestes Spielzeug zeigen. Das ist die Makrolinse für die Hero 9 und 10. Damit könnt ihr Nahaufnahmen machen. Ich habe das mal in einem YouTube-Video gesehen, habe dann bei Amazon ein bisschen rumgeforscht, sie mir bestellt, 2 Wochen gewartet und schon war sie da. Das Ganze seht ihr auch hier. Sie hat eine leichte Wölbung nach oben, wodurch der ein ganz, ganz, ganz leichter Zoom-Effekt, aber wirklich nicht merkbar entsteht. Aber ihr kriegt damit gute Nahaufnahmen hin. Der Tausch ist auch ganz einfach. Die alte Linse abdrehen und die neue drauf. Und schon habt ihr sie drauf. Ist auch nicht wie bei der Max Lens. Also es gibt keinen Modus oder sonst was dafür, weil sie auch nicht original von GoPro ist. Aber dennoch funktioniert es gut. Ich habe ein paar Aufnahmen für euch, die zeige ich euch mal. Da habe ich im Vergleich die originale Linse und dann die Makrolinse drauf. Wie ihr gut erkennen könnt, im äußeren Bereich der Makrolinse ist alles ein bisschen verschwommen durch die Wölbung. Dafür aber so im Bereich von 30 cm zur Linse alles schön scharf, was die GoPro sonst halt nicht hinbekommen würde. Und ja, also ich für mich selbst finde es sehr gut, weil sie nimmt nicht viel Platz oder Gewicht weg. Und wenn man vielleicht doch mal von irgendwas eine Nahaufnahme machen will und da nicht eine zweite Kamera oder sonst was haben will, finde ich es eine gute Alternative, weil man hat alles in derselben Auflösung, alles bleibt gleich und von mir Daumen hoch. Ich finde es cool. Das war's auch schon. Bis bald.